herzlich willkommen, ihr Lieben. Im heutigen Video möchte ich euch meine 5 Top-Equipments für eure E-Scooter-Touren 2021 einmal vorstellen. Das sind Sachen, die ich entweder mega klasse finde oder halt schon seit Jahren benutze. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und fangen direkt an mit Platz Nummer 5. Platz Nummer 5. Ich mache oft und lange gerne Touren und tracke das Ganze auch. Dabei ist natürlich dauerhaft das Display on und GPS natürlich an und das saugt natürlich richtig am Akku. Und da habe ich mir diese Powerbank besorgt, die ich jetzt immer mitnehme. Schon seit letztem Jahr, schon im Sommer 2020 hat sie mich begleitet. Die bringt man einfach schön am Lenker hier an. Mit dem Schnellspanner wird das Ganze hier eingehakt. So. Und dann könnt ihr schön euer Handy mit der Powerbank verbinden. Und dann kommen wir auch direkt zu Platz Nummer 4. Platz Nummer 4. Ein Handyhalter sollte natürlich an keinem Roller fehlen, wenn dieser mit einer App gekoppelt ist oder man seine Daten trackt. Diese hier nennt sich Reti Handyhalterung. Ich habe die mittlerweile schon mehrfach an verschiedenen Roller, die dauerhaft bei mir bleiben im Einsatz. Und ich muss sagen, da wackelt nichts, da knirscht nichts, wenn sie zusammengemacht ist. Und sie hat halt, was sehr, sehr gut ist, einen ziemlich dünnen, ich hoffe, man sieht sitzen, hier ziemlich dünne Verankerung, die angebracht wird am Lenker. Daher passt sie an den Nineboard, an den Soulflow SO4 und an viele, viele weitere Modelle natürlich super astrein dran. Ihr müsst das Ganze hier mit dem Gewinde aufschrauben, euer Handy reintun und dann einfach wieder fixieren. Die Handyhalterung ist, wie gesagt, jetzt schon auch mindestens über ein Jahr bei mir im Einsatz und ich habe sie nicht nur einmal, sondern dreimal insgesamt. Alternativ verlinke ich euch noch eine andere von Auchiki, die ich auch im Einsatz habe. Die gefällt mir auch sehr gut. Das hat so einen Schnellspanner, da tut man Handy rein und dann greift das Teil sofort. Gefällt mir auch gut. Vielleicht habt ihr daran ja eher Interesse. Ansonsten könnt ihr natürlich jede Handyhalterung nehmen, die ihr wollt. Hauptsache, das Handy ist sicher befestigt. Platz Nummer 3. Das Fischer Alarmschloss. Es passt durch alle Reifen durch und was mir halt richtig gut gefällt ist, erstens ist es leicht, es ist stabil. Wir haben eine Halterung dabei fürs Fahrrad oder für den E-Scooter. Das passt auch astrein hier dran mit dem Schnellspanner drumherum. Das ist gummiert, damit nichts rutscht. Oder halt ab in den Rucksack damit. Und was mir halt richtig gut gefällt ist, so, wir schließen unseren Scooter ab, drücken einmal vorne aufs Knöpfchen und dann nehme ich jetzt aus. So, es hat jemand an unserem Scooter gewackelt, dann piept es einmal, dann warnt es. Und spätestens beim zweiten, dritten Mal etwas ruckartig bewegen dieses Ding, macht es einen höllischen Lärm. Ich glaube, es sind so um die 120 Dezibel. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle nicht vom Hocker gefallen. Und daher finde ich das Schloss einfach klasse. Ne, selbst wenn es jemand schnell durchschneidet, im Übrigen ist ja auch ein Durchschnittschutz drin. Das heißt, wenn jemand das Ding nur vorsichtig, ohne es viel zu bewegen, durchschneidet, geht das Ding dann auch los. Und daher finde ich das Teil recht sicher und gut. Außerdem mag ich die Qualität von Fischer sehr gerne. Die Preis-Leistung, gerade bei Schlössern und so, stimmt hier enorm. Und
Das ist auch nicht besonders störanfällig. Daher ist es auch seit einem Jahr mein treuer Begleiter. Verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung, genauso wie alle anderen Sachen auch. Hier ist dann so ein schicker Schnellspanner, wenn ihr das Teil am Lenker befestigt habt, zack, wieder reingesteckt, fertig. Und dann kommen wir auch schon zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2. Für lange Touren oder wenn man viel in der Stadt fährt, bietet sich auf jeden Fall dieser tolle Rucksack hier an. Und zwar nicht, weil er auch von Fischer ist, sondern weil er einfach die Besonderheit hat, dass dieser die Richtung anzeigt. Damit sind wir ein bisschen sicherer unterwegs, gerade für Autofahrer. Hier habt ihr die Fernbedienung, die habe ich jetzt hier noch in der Verpackung. Ich habe den Rucksack bis auf einen Test noch nicht im Einsatz gehabt. Ich warte auf schönes Wetter und lange Touren. Aber ich finde ihn einfach super. Wenn ich eine lange Tour mache, ich tue mir was zu trinken hinten rein. Das ist halt das Geradeausfahrzeichen im Prinzip, das einfach nur Hallo, ich bin hier Zeichen. Dann habt ihr halt an der Fernbedienung die verschiedenen Modis. Entweder hier Stopp, vorsichtig, ich halte an. Oder oh, ich biege jetzt nach rechts ab. Oder halt nach links. Und der Blinker erlischt auch nach 15 Sekunden. Also ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr, wenn ihr vergesst, irgendwie wieder hier auf gerade zu drücken oder hier, dass der die ganze Zeit irgendwie nach rechts oder links blinkt. Das Ganze springt nach 15 Sekunden automatisch wieder um. Und daher auch preislich ist es echt top, ey, für knapp 30 Euro der Rucksack. Der ist wasserdicht, wir haben eine Blinkfunktion, wir haben genügend Stauraum hier für Wasser, Schloss, Portemonnaie, Handy, je nachdem, was man so reinschmeißen will. Ist auf jeden Fall mein Gadget für 2021, wenn ich persönlich lange Touren mache. Und daher ist natürlich unten mal wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir als nächstes zu Platz Nummer 1. Und das ist meiner Ansicht nach für jeden E-Scooter-Besitzer ein absolutes Muss. Platz Nummer 1 und da geht es um dieses Teil hier. Eigentlich nicht genau um dieses Teil, denn das hier ist der letzte Schrott. Das Teil ist so gut wie bei jedem Roller dabei, der Luftreifen hat und das Teil ist absoluter Bullshit und deshalb sage ich euch nur eins, weg damit. Und holt euch diese hier, das ist der Xiaomi Mini Luftkompressor. Den könnt ihr direkt am Scooter anschließen. Das passt überall. Ich hatte mittlerweile weit über 20 Roller hier. Und alle, die Luftreifen haben, dann könnt ihr direkt da dran gehen. Das Teil hat eine Rückschlagklappe, da entweicht keine Luft mehr. Und das ist einfach super. Das Ganze zeige ich euch jetzt noch mal kurz. Und dann kommen wir auch schon zum Ende. Das waren dann meine Top 5 Gadgets, die ihr euch vielleicht in der Saison 2021 für den Sommer zulegen solltet. So, dann zeige ich euch das Ganze mal gerade schnell. Einfach die Ventilkappe ab. Ihr könnt euch diese scheiß Luftschlauchverlängerung voll und ganz sparen. Schraubt den Kompressor dran. Und seht jetzt sind 52 PSI drin. Um euch das zu zeigen, mache ich jetzt einfach mal auf 54. Die Pumpe arbeitet, hört automatisch genau da auf, wo ihr es haben wollt. Ihr könnt den Kompressor wieder abdrehen und da hier, sowohl hier, eine Rückschlagklappe drin ist, verliert ihr keine Luft und habt keinerlei Probleme beim Aufpumpen der Reifen.
Das Ganze ist einfach super klasse und ist auf jeden Fall mein Gadget Nummer 1, was ich nicht mehr missen will. Und damit sind wir am Ende des Videos und ich sage einfach nur noch klicken, liken, abonnieren. Alles ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.